Hallo und herzlich willkommen in der 21 Step Street. Ich möchte euch heute zeigen, womit ich die letzte Zeit meine Zeit verbracht habe und also sozusagen ein Kraft-Update. Und zwar habe ich dieses Mini-Album gemacht und gestaltet und das ist ein Hochzeits-Mini-Album. Eine Freundin von uns, die wird jetzt am Samstag heiraten. Wenn ich das Video hochlade, wird es dann, ja, also ich werde es wahrscheinlich dann am Sonntag vielleicht hochladen, dann wird sie das Album schon bekommen haben. Ja, ich habe das halt gebunden mit der Cinch. Das ist ja eigentlich eine ziemlich einfache Sache, aber ja, mein Problem war eigentlich, die Ringe waren zu klein. Ich hatte vorher weiße Ringe drin gehabt, die waren dann noch eine Nummer kleiner, da ging gar nicht. Musste ich alles wieder aufmachen und neu machen und die Bändchen immer wieder neu dran machen und das war schon recht viel Arbeit. Dann habe ich es auch noch falsch rum gebunden, da musste ich die Bändchen wieder abmachen und das Ende vom Lied ist, dass ich jedes Mal diese Bändchen neu dran gemacht habe und jetzt hier ein ganzes Glas habe mit lauter diesen kleinen Schnippelchen, wo ich nicht weiß, was ich mitmachen soll. Weil jedes Mal drei Bänder oder vier Bänder an jedem Ring und ja, die habe ich dann einfach wieder abgenommen und sind dann halt, ja, das war halt ein bisschen was frickelig, da die, ja, habe ich dann einfach wieder neu machen müssen, immer wieder. Also ich habe dreimal angefangen damit und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist egal, jetzt bleibt es so. Und weil ich eh keine größeren Ringe mehr hatte, ja, da musste es eh so bleiben. Ja, hier habe ich dann zwei Herzen übereinander gemacht als Verschluss. Versteckt darunter ist der Magnet. Wie immer habe ich natürlich wieder vergessen, das vorher zu machen. Also musste ich mir wieder was einfallen lassen. Ich fand die Lösung ganz gut. Hier habe ich ein paar Blümchen aufgesetzt, einfach ausgestanzt, ein bisschen geprägt und ein paar Röschen gebunden. Ja, wie gesagt, das ist halt der Magnet. Damit er ein bisschen besser hält, weil hier die Spannung nach oben zu hoch ist, habe ich noch ein Band drum gemacht. Das wird dann einfach abgezogen. Prima. Ja, und dann geht es auch schon los. Hier musste ich eben schon noch ein paar Schönheitsfehler ausbessern, weil das dann irgendwie schon nicht mehr funktioniert hatte. Die musste ich alles nochmal neu machen. Ja. Also hier zieht man dran und dann kommen oben die Tauben raus. Und hier unten steht der Spruch, ein Hoch auf das neue Ehepaar. Und dann schiebt man es wieder rein. Ja, so. Hier habe ich dann überall dazwischen Prägepapier gemacht. Und hier auch geprägt und das gestanzt. Und ja, hier diese Fotomatten überall reingesteckt. Und hier überall so einen Strassstein aufgesetzt, der keinen wirklich dekorativen Zweck hat. Den erfüllt er natürlich auch, aber er hat einfach den Zweck, dass das Album ein bisschen mehr ausgeglichen ist, weil das Dekorative sich oft in diesem Bereich befindet. Und wenn man jetzt gar nichts da auf diese Ecken klebt und auf diese, dann ist das Album halt da ganz dünn und flach und hier ganz dick und sieht ganz komisch aus. Hier dieser Schriftzug Cherish, das ist vom Action. Diese neuen Sticker, die es da gibt. Diese hier, da gab es halt auch einen mit Hochzeit und ja, und den habe ich dann halt einfach dafür verwendet. Der passte, fand ich, naja, farblich ja okay, ging halt so, ne? Ein paar so auch, seht ihr auch gleich im Album. Dann hier noch die Kanten drauf gemacht, Kantenschoner drauf gemacht. Ja, alles hier mit, das ist halt alles Papier von Stampin' Up. Das ist halt Blauregen und das alte Designerpapier, also nicht das vom letzten Jahr oder vor 2 Jahren, sondern davor. Das gefällt mir eigentlich immer noch am besten und da hat mir die liebe Elke, die hatte mir noch was gegeben, die hatte da nämlich noch was über von und da war ich ganz happy, dass ich das machen konnte, weil ich das einfach so schön finde. Ja, überall habe ich hier halt dieses Pergamentpapier dazwischen gemacht und immer wieder diese Taschen gemacht, wo man halt diese Fotomatten reintun kann und jede einzelne Seite verfügt halt auch über eine Fotomatte in der Tasche. Also in der Seite, also hier nochmal so, ne? Das mache ich ja eigentlich auch immer. Dann haben wir hier nochmal so einen interaktiven Teil, wo Sprüche drauf sind, die man halt, eine Wasserfallkarte nennt sich das. Ich habe es halt nur umgedreht. Normalerweise sind die ja so, ne? Kennt man die, dass die ja, so rum sind, aber es ist ja im Prinzip das gleiche, ob ich das jetzt nur so aufklebe oder so. Und nach unten hin fand ich so ein bisschen blöd und dann ja, wäre es halt auch zu weit. Ja, keine Ahnung. Ich habe es halt so gemacht.
Es gefiel mir halt einfach besser für diesen Fall. Und da stehen halt Sprüche drauf: Eine gute Ehe beruht auf dem Talent zur Freundschaft. Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Jeder geliebte Mensch ist der Mittelpunkt eines Paradieses. Seine Freude in der Freude des anderen finden können, das ist das Geheimnis des Glücks. Fand ich also Sprüche, die fand ich so eigentlich auch passend für Hochzeit und ja, habe ich dann halt dafür genommen, wieder das Pergamentpapier hier immer ein bisschen noch Bordüre aufgeklebt, um halt die Bindung so ein bisschen zu verstecken. Blümchen hier, die geprägten Blümchen immer. Dann habe ich hier wieder mit dem Schriftzug vom Action gearbeitet, gewerkelt, Happy Couple. Hier habe ich halt auch immer wieder ausgestanzt und mit dem Bordürenstanzer, mal mit der Häkelbordüre, mal mit den Herzchen. Und ja, das eigentlich wiederholt sich das eigentlich immer wieder. Und hier auch wieder so ein Spruch. Hier kommt dann jetzt noch mal ein bisschen was Besonderes, nämlich dass man die Herzchen hier so wegklappen kann. Da kann man dann auch noch ein Foto reintun. Da ich ja in Kontakt mit ihr auch stehe, sollte es eigentlich auch kein Problem sein, dass ich ihr dort die Fotos passend reinmache. Die können halt so ineinander klappen. Macht er doch andersrum gehen? Ja, geht auch andersrum. Aber so rum ist hübscher. Ja, dann wieder hier das Übliche so, also ja, das ist eigentlich nichts Besonderes, ne? Hier Beautiful steht hier drauf. So, dann kommt hier nochmal was zum Hochklappen. Hier einfach mit einem Bändchen festgemacht und hier unten nochmal so zwei Tags auch mit Bändchen festgemacht, ein paar Herzchen aufgeklebt. So. Hier ein Schmetterling, ist auch ausgestanzt und hoffentlich hält das auch alles. Ne? Ein bisschen was muss ich ja schon noch halten. Wenigstens bis sie das gesehen haben. Nee, Quatsch, das wird schon noch halten. Also das ist, ja, weiß nicht, das sind jetzt nicht die guten von SU. Bin ja wieder mit Glue Dots unterwegs gewesen hier. Naja, wir wollen mal hoffen, dass es hält. Hier auch wieder geprägt und ausgestanzt. Ich weiß nicht, wie das ist, glaube ich, von Tim Holtz ist das irgendwie Distress Doily und Edgelets oder so heißen die, glaube ich. Oder On the Edge oder so. On the Edge Dies und das ist Edgelet. Distress Doily. Also beim Tim Holtz ist ja alles immer distressed. Ja. Ja, benutze ich immer sehr gerne für so Alben. Ja. Hier ist noch der Amor. Mit seinem Pfeil leider in die falsche Richtung schießt irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie man das hinkriegt. Normalerweise müsste der doch nach da schießen, ne? Aber wenn man. Ja, ist halt doof. Ja, ist irgendwie komisch gemacht. Ich weiß wieder warum. Ich habe den irgendwie falsch aufgeklebt. Der muss irgendwie. Naja, egal. Okay. Der Pfeil schießt nach oben und da ist das Herz. Trifft leider nicht das Herzchen. Ja, und das ist die letzte Seite auch schon. Und da steht dann halt gemeinsam ins Glück. Auch wieder ein bisschen bestempelt hier. Und hier ist noch ein Auto, was halt ins Glück fährt. Ja, das sind eigentlich so die Elemente, die ich halt gerne in jedem Album verwende. Das ist einmal halt hier dieses, was ich halt ja auch drehen kann. Aber wir wollen ja nicht mit dem Auto auf den Kopf fahren. Also einmal dieses hier, ne, und diesem Schiebeelement. Dann halt das mit dem Klappen, das sieht man ja sehr häufig auch in den Mini-Alben, dass irgendwas zum Aufklappen hier und da geht und so. Aber da weiß ich immer nicht, mit was schmückst du das alles immer so? Und dann wird das auch unheimlich dick alles und da sollen ja auch noch Fotos rein. Also da halte ich mich oft dann immer ganz gerne mit zurück. Da mache ich dann immer ein, zwei Elemente mit diesem Klappen rein und dann war es das. Aber was ich halt immer reinmache, ist halt auch diese Wasserfallkarte, weil ich das halt immer sehr schön finde. Und auch hier diese Zugkarte oder was weiß ich, wie die heißt, eine Magic-Karte, irgendwie irgendwas, glaube ich, also wo halt oben rauskommt, wenn ich unten ziehe. Ja, das war eigentlich auch schon das Mini-Album. Wie gesagt, die Schleife noch da drum, die werde ich jetzt auch drum machen, weil.
ich das Album nämlich jetzt gleich einpacken werde. Ich kann es nämlich ehrlich gesagt nicht mehr sehen, nachdem ich da jetzt so lange dran rumgebastelt habe. Ja, ein Gästebuch hatte ich ja auch schon gemacht. Ich glaube, das habe ich euch auch in irgendeinem Video auch schon mal gezeigt. Und ich habe auch noch die Goodies gemacht und die Tischkärtchen und ja, die Einladungskarten hatte ich vorher ja auch schon mal gemacht. Also ihr seht auch schon hier, das ist halt sehr lastig nach hier immer noch, obwohl ich die Abstandshalter da eingebracht habe. Aber ich hatte es ausprobiert, die Strasssteine auf jede Seite in diese Ecke zu kleben und das wurde dann auch zu viel. Dann hatte ich dann oben wiederum zu viel gehabt. Also von dem her, ja, so muss es jetzt halt bleiben, so muss es jetzt einfach übergeben und überreicht werden. Und überreichen tue ich das Ganze in dieser Box. Da steht drauf Benny und Nadine. Da kommt das Ding jetzt rein. So. Aber ohne meine Haare. Die Herzchen lasse ich schön an der Seite so ein bisschen runterbaumeln. Moment, da seht ihr es. Ja, die Box habe ich natürlich auch selber gemacht. Dann habe ich hier in diesem Tütchen sind noch so ein paar Stanzreste. Vielleicht kann die Braut das noch gebrauchen, um das noch weiter zu verzieren. Und hier ist auch wieder der Spruch Our Wedding. Das ist auch vom Action. Ist jetzt farblich nicht ganz so dolle, aber ich glaube, ja, das ist halt Kleinkram, ne, wo man sich dran aufhängen kann oder das, ne? Ja, und das ist dann halt die Box, wie gesagt. Also, ja. Und so wird es dann verschenkt. Ja, dann zeige ich euch noch gerade die Namenskärtchen. Die sahen so aus. Waren dann auch mal 60 Stück. Das ist jetzt nicht so wirklich spektakulär, aber ja, das hält halt alles ziemlich lange auf, ne? Und diese dann auch. Vor allen Dingen, wenn man immer wieder unterbrechen muss oder unterbrochen wird. Ne, das sind diese Goodies, das sind so diese selbstschließenden Boxen einfach so. Und dann, ja, wunderbar. Schön, dass du da bist. Das kommt dann heute Abend, wird dann auf die Tische verteilt. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie sich das dann alles so im Gesamtbild machen wird. Und ich denke, ich werde auch versuchen, da ein paar Fotos von zu machen und die vielleicht dann auch mal zeigen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!